Hallo und herzlich willkommen zum 86. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Sorry für die Verspätung, aber es sind tatsächlich weniger als 10 Minuten, also kann man es auch noch akademisches Viertel nennen. Hier ist das Hashtag für heute Abend. Falls ihr nicht Bescheid wisst, kann man sich auf Twitter mit engagieren. Falls jemand ungern gefilmt wird, kann er sich gerne während der Fragerunde in den Bogen da stellen und dann wird die Person keine Probleme haben. Und das ist das Programm für heute Abend. Als erstes gibt es Daniel Salz, der wird nämlich darüber reden, wie man mit Code die Umwelt verbessern kann. Danach kommt Benjamin Schlüter für Sicher und Bewusst im Netz und zu guter Letzt dann über die Prozesse in Hongkong redet Rainer Rehak. Genau. Daniel? Könnten wir nochmal das Beamer-Bild umschalten, bitte? Wunderbar, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich darf kurz was zu Jugendhakt erzählen in einer sehr spannenden Woche, denn am Sonntag, beziehungsweise jetzt am Wochenende ist Jugendhakt in Berlin. Das ist unsere jährlich größte Veranstaltung. Und ich darf euch jetzt schon herzlich einladen, da mal live zuzuschauen, was Jugendliche mit Code, mit Technologie, mit Hardware machen. Unser Claim ist, mit Code die Welt verbessern. Das heißt, wir machen seit 2013 Hackathons für junge, technologiebegeisterte Menschen und fordern sie aber eben auf, ihre Projekte, ihre Ideen in eine bessere Zukunft zu investieren, sich selbst mit ethischen und moralischen Fragen auseinanderzusetzen. Und genau, da laden wir 12- bis 18-Jährige ein und ja, coden, hacken, maken ein Wochenende lang. Wer hat schon mal von Jugendhack gehört? Oh, das sind sehr viele, das ist gut, da muss ich nicht so viel dazu erzählen. Genau, hier im Hintergrund sehen wir gerade in dem Bild zum Beispiel ein Projekt aus dem letzten Jahr. Wir hatten das Motto Macht Code. Und die jungen Menschen hatten die großartige Idee, dass es wieder an der Zeit ist, VerschwörungstheoretikerInnen wieder stärker in die Gesellschaft zu integrieren, indem sie den Aluhuter erfunden haben. Ein Aluhut, der gleichzeitig auch einen Router integriert hat, einen Freifunkrouter. Und dadurch, dass die quasi ein WLAN, ein Internet anbieten, machen sie sich wieder attraktiver für die Gesellschaft und finden so wieder den Zugang zurück zu Menschen. Das ist so ein beispielhaftes Projekt, das unter Jugendhakt passiert. Dieses Jahr haben wir uns ein Motto ausgesucht, das gerade sehr viele junge Menschen bewegt, mit Code die Umwelt verbessern. Und ich glaube, ganz viele von uns haben diverse Reden in letzter Zeit gehört, die uns sehr begeistern. Ich würde hier mal eine abspielen und bin gespannt. Okay, wir haben wahrscheinlich keinen Ton über HDMI, oder? Okay. Cries going heard. I'm here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Okay, wer kennt die Rede? Ging ziemlich um die Welt, wurde vor PolitikerInnen gehalten. Ist Severn Suzuki, die schon 1992 vor dem UN-Summit in Rio gesprochen hat, als Zwölfjährige. Man erkennt durchaus Parallelen zu diesem Jahr und was da so passiert. Also es ist nicht das erste Mal, dass junge Menschen uns aufzeigen, dass wir gerade ihre Zukunft verkacken. Es ist, glaube ich, auch damals nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber wir haben trotzdem Hoffnung,
dass uns insbesondere junge Menschen immer wieder auf den richtigen Weg da führen und uns aufzeigen, wo wir gerade Themen haben und wo wir uns zum kümmern sollten. Genau, das Umwelt wird euch schon aufgefallen sein, ist eben nicht, dass wir die Umwelt verbessern wollen, weil wir die Idee haben, dass an der Umwelt an sich was kaputt wäre, sondern eher das um die Welt, also das, was die Umwelt an sich schädigt, also quasi unsere eigenen Zugänge sind die, die wir anschauen müssen, nicht die Umwelt an sich. Wir haben uns quasi für ein Jahresmotto entschieden, also Jugendlichen selbst sind immer wieder frei zu tun, was sie wollen an so einem Wochenende. Die Projekte entstehen zu verschiedensten Themen innerhalb von thematischen Containern, sowas wie Netzpolitik, Überwachung, Schule, Bildung, Digitales, whatever so. Und dieses Jahr haben wir eben ein gemeinsames Motto über alle 10 Events hinaus. Und das ist eine Option, also Jugendliche können sich genau mit dem Thema beschäftigen, können sich aber auch ganz andere Themen aussuchen. Wir haben jetzt schon 5 Events dieses Jahr hinter uns und das sind sehr spannende Sachen entstanden, da zeige ich gleich ein Projekt. Und wir hatten vereinbart, dass wir heute kurz eingeladen sind für 10 Minuten, um so einen kleinen Teaser auf das Wochenende zu geben und euch zu motivieren, am Sonntag die Abschlussveranstaltung in Berlin anzugucken. Wir kommen aber nochmal irgendwann im Dezember oder Januar und machen mal noch so eine Gesamtjahresauswertung, wo wir einfach nochmal drauf gucken, was so für Projekte entstanden sind unter diesem Motto über diese 10 Events hinaus. Genau, und naja, das ist jetzt natürlich nicht so super mit dem Ton, aber wir versuchen es mal nochmal. Ich springe mal ein Stück vor. Also, unser Projekt heißt Pulp Food. Der Name macht auch Sinn, weil wir haben uns vorgestellt, dass wir ein System von Röhren unter der Stadt bauen könnten und dass dann Läden, so wie Amazon zum Beispiel, Sachen in Transporter tun können, aber halt statt in Autos in so Röhrentransporter, die man dann wie in, bei der Röhrenpost zu Wohngebieten schickt, das halt dann nur mit Essensbefüllung, dass man dann nicht immer mit dem Auto zum Einkaufsladen fahren muss und dadurch Abgase produziert und man fährt auch öfter wegen jeder Kleinigkeit dahin, weil man zum Beispiel die Eier dann für den Kuchen vergessen hat und das kommt dann nicht mehr vor, da kann man es einfach bestellen und das kommt dann in 3 Minuten an, weil es sehr schnell geht, aber wir konnten jetzt nicht alles hier, also wir konnten jetzt kein großes Modell bauen, deshalb haben wir das. Und das wird auch nicht in jede Wohnung, würde das nicht ankommen, sondern in so Abholzentrum, wie diese DHL-Abholpaketdinger, wo man dann einfach das abholen kann und dann zu Fuß dahin gehen kann. Und ja. Da wir natürlich nicht hier in Köln den ganzen Boden aufbuddeln können und überall Rohre verlegen können, haben wir hier so ein kleines Minimodell gebaut, wo man einen Tischtennisball hier in ein Wohngebiet A oder B transportieren kann. Aber da wir nur einen Staubsauger haben, haben wir es so gemacht, dass die dann am Ende wieder in einem Kasten landen, der Tischtennisball und so. Ja, wir konnten jetzt keinen Druck erschaffen, also wir konnten den Staubsauger da nicht reintun und weil der auch keine Rückpustfunktion haben, deshalb haben wir es jetzt mit Ansaugen, also Unterdruck gemacht. Sonst würde das eigentlich hier aufhören und hier ist dann Sammelstation B und Sammelstation A. Aber ja, und hier tut man dann den Ball rein, wenn der Staubsauger an ist. Hier ist unser Computer, der das Bereiche hier steuert. Ich glaube, ihr habt die Idee. Genau, das ist eines der vielen Projekte, die entstanden sind, um eben aufzuzeigen, wie könnte man Technologie einsetzen, um eben klimafreundlicher, CO2-neutraler in Städten zu agieren. Wir laden euch herzlich ein, am Sonntag euch das mal live anzuschauen. Also das Wochenende läuft immer so, dass Freitag bis Sonntag eben der Hackathon ist und am Sonntag gibt es immer eine große öffentliche Präsentation. Diesen Sonntag werden wir eben im Silent Green hier in Berlin im Wedding sein. Das ist eine sehr spannende Veranstaltungslocation, ehemaliges Krematorium, jetzt mit Leben gefüllt. Genau, und fühlt sich aber tatsächlich irgendwie wie eine sehr lebendige, tolle Location an. Also der alte Nutzungszweck wird da nicht mehr so deutlich.
die haben eine wahnsinnig spannende, genau, riesige Eventhalle, wo das dann Ganze stattfindet. Und wir freuen uns sehr, wenn da viele von euch kommen und sich eben live anschauen, wie die Jugendlichen ihre Projekte präsentieren, die sie übers Wochenende entwickelt haben. Genau, ihr findet alle Infos unter jugendhack.org. Und zum Schluss, genau, wir haben einen Jugendhack-Freundeskreis gegründet, weil es sehr viele Anfragen gab, wie man Jugendhack unterstützen kann. Das kann man natürlich immer mit Spenden tun. Wir versuchen möglichst unabhängig zu sein, eine sehr diverse Finanzierung zu haben, damit uns niemand abschalten kann. Und da sind wir aber dann abhängig von eben verschiedensten Formen der Spenden, des Sponsorings. Wenn ihr irgendwelche Firmen kennt, die sich sozial engagieren wollen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Genau, soweit, ganz kurz. Ich freue mich, möglichst viele von euch am Sonntag zu sehen und schönen Abend noch. Cool, danke schön. Hat jemand dazu eine Frage oder will auch einfach gerne was sagen? Nein. Gut, dann fahren wir auch fort. Vielen Dank.